und wir befinden uns, wie ihr vielleicht sehen könnt, am Bahnhof. Und zwar wird es jetzt erstmal nach Uzuki gehen. Und was mit Uzuki selbst genau los ist, das weiß ich eigentlich auch nicht. Aber ich werde mich dort mit jemandem treffen und dann geht es wahrscheinlich mit dem kleinsten Auto, in dem ich je saß, zum größten Berg in Japan. Hört ihr das Wasser? Wir sind jetzt hier am Lake Kawaguchi und das ist einer der schönsten Aussichtsorte auf den Mount Fuji und ich werde euch den Fuji jetzt einfach mal kurz zeigen. Da ist er in seiner vollen Pracht und bei mir in Kofu sehe ich ihn eigentlich immer nur so zur Hälfte, weil da immer halt andere Berge davor sind und das ist gerade das erste Mal, dass ich den in voller Größe sehe sozusagen und das ist schon ziemlich krass beeindruckend. Wollt ihr einen Wasser-Timelapse? Dann gibt es jetzt ein bisschen Wasser-Timelapse. Also auf dem Weg zum Fuji gibt es 5 Stationen und heute ist der Weg nur bis zur 4th Station offen, also bis zur 4. Und jetzt sind wir an der 1. Und wir werden jetzt immer weiterfahren, weil hier ist nichts Besonderes. Wir sind jetzt an der 2. Station angekommen und hier sind schon ein paar mehr Leute unterwegs. Und hier ist die Aussicht auch ein bisschen cooler. Das ist übrigens der See, wo wir vorhin waren. Ist das echt der? Ja. So, wir sind jetzt hier an der 4th Station angekommen und keine Ahnung, was mit der 3rd Station oder mit der 2nd Station passiert ist. Eine haben wir irgendwie übersprungen. Aber weiter höher geht's nicht und wir sind jetzt aber auch auf 2020 Meter Höhe, also hoch genug für heute, denke ich mal. Denn wie man sieht, liegt halt auch überall schon Schnee. Und näher werden wir heute wohl nicht an den Fuji rankommen. Übrigens bedeuten die Kanji für Fuji reicher Krieger. Das sind die Kanji für Fuji. Reich und Krieger. Und dann steht hier Tsubade. Tsubade dein. Tsubade dein? Tsubaru. Tsubaru dein. Tsubaru. Tsubaru. Der Subaru Pass. Das ist nämlich der hier. Subaru. Und da unten. Und wieder hier was. Heute nicht. 2020 Meter, das ist Schluss heute. Da steht übrigens. Yon. Ah, Shi. Ai. Me. Aber ich weiß nicht, wie man sie zusammenliest. Chutto. Chibai. Fuji-san, Fuji-san. Du liest es Fuji-san oder Nani 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 Yama. Also es gibt noch eine andere Lesung, aber wenn du San, also wenn du Fuji liest, liest du San und wenn du Yama liest, musst du die andere Lesung lesen, die ich nicht kenne. Ja, aber ich mag die sehr, weil die so symmetrisch sind. Stimmt. Sehr ästhetisch. So, wir fahren jetzt wieder runter vom Fuji und zwar fahren wir jetzt zum nächsten See und zwar heißt der Yamanaka-See und der Max ist heute auch wieder dabei. Hallo. Und wir sind nämlich mit Max im Auto unterwegs. Ich habe euch ja schon erzählt, dass das ziemlich klein sein soll und wir gucken uns das jetzt mal an. Okay, machen wir. Jetzt gerade, wo ist das Auto? Man sieht es gar nicht. Ah ja, man sieht das Auto nämlich noch gar nicht. Nee, nee, nee. Und da ist es. Okay, neben denen sieht es gerade echt mega klein aus, glaube ich. Also ich war ein bisschen überrascht, aber da Max mir schon öfter gesagt hat, wie klein sein Auto ist, war ich nur so ein bisschen überrascht. Aber neben dem sieht es gerade schon ganz süß aus.
Das wird nichts. So. Und jetzt geht's nach unten. Yamanaka, wie auch immer. Und ich habe Ventus gemacht und ich hoffe, sie haben überlebt. Ich hab auch einfach noch Hunger. Ja, ich auch. Ich habe zu gut geknotet. Ich glaube, bei dir ist ein Löffel mit drin, weil hier hätte ich mit reingetan. Das habe ich erst gekauft, die Hülle. Und als ich meine Totoro-Vento-Box da reingepackt habe, war sie halt zusammengeklappt und da hat sie reingepasst. Und dann hatte ich sie halt befüllt und dann hat sie nicht mehr so gut. Okay, mach das so, also du hast Vento-Boxen, ja, die ist eigentlich mit Totoro, aber der ist schon so abgenutzt, das müsste auch mal neu werden. Auf jeden Fall, wenn du das erste öffnest, hast du erstmal Stäbchen. Stäbchen. Und dann nimmst du das halt einfach hier runter. Mit dem Bein? Wenn du willst, ja. Dann nimmst du das runter. Kommt das hier auch nochmal in den Deckel? Also das ist mein Bento mit ein bisschen weniger Reis und Äpfeln. Und das ist das Bento für Max mit ein bisschen mehr Reis und keinem Apfel. Das Praktische an Bento-Boxen ist übrigens, wenn man aufgegessen hat, nimmt das Ganze viel weniger Platz weg als vorher, weil man die zusammenpacken kann. Man nimmt nämlich die Sachen, die hier in der Mitte drin sind, einfach raus, packt die alle in eine Hälfte, die andere packt man dann hier rein. Ah, genau, dann macht man einfach die Deckel drauf. Und dann ist das Ganze nur halb so groß wie vorher. Bei der ist es ein bisschen komplizierter. Warte, die ist ein bisschen komplizierter. Also, die andere ist ein bisschen komplizierter, aber prinzipiell funktioniert es da genau. Alles, was übrig ist, macht man hier rein, dann kommt der Deckel drauf, dann die Stäbchen. Und bei der wird es jetzt so gemacht, dass man die sozusagen, also das ist hier das Unterteil, halt schon drauf macht, das reinmacht. So, doch. So. Dann kommt der hier drauf und der andere. Und dann ist sie auch halb so groß wie vorher. Aber jeder fährt auseinander. Ja, genau. Und dann gibt es noch die Bändchen, damit nicht wieder alles auseinander fällt. So passt sie nämlich perfekt hier rein, aber wenn sie ausgeklappt ist, ist sie ein bisschen gut. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Toenji. Wahrscheinlich ist es ein Tempel. Die am Ende ist, glaube ich, immer ein Tempel, habe ich mittlerweile gelernt. Und wir haben jetzt von Max Auto das Dach abgenommen. Und das ist, glaube ich, meine erste Fahrt in meinem Cabrio. Deshalb haben wir das gemacht. Ja, und ich finde es eigentlich sehr lustig. Es ist relativ kalt draußen, aber läuft schon. Und es ist ein bisschen windig. Aber wir haben es hier drin ja warm. Ja. Also es geht eigentlich ganz gut. Ja, genau. Und wir fahren jetzt noch zu dem Tempel und gucken von da aus nochmal, ob man den Fuji sehen kann und nochmal ein paar coole Aussichten bekommt. Wir haben jetzt gerade nochmal den Sonnenuntergang am Fuji-san gefilmt und der Fuji-san ist übrigens nicht nur ein Berg, sondern auch ein Vulkan. Und meine Japanischlehrerin hat mir letztens erzählt, dass der Fuji-san alle 300 Jahre immer mal wieder ausbricht sozusagen. Und zurzeit ist es eigentlich so, dass diese 300 Jahre jetzt eigentlich schon wieder so ein bisschen überfällig wären und es eigentlich sein könnte, dass der Fuji-san irgendwann demnächst ausbricht. Aber naja.
wieder an der Otsuki Station und ich werde jetzt wieder mit dem Zug zurückfahren nach Kofu und der Max fährt mit dem Auto weiter nach Tokio zurück. Und Max, sein Kanal ist auch wieder unten verlinkt, also guckt da gerne mal vorbei, vor allen Dingen, wenn ihr Interesse an Autos habt, wenn da jemand ist. Ich weiß nicht, ob es solche Leute unter meinen Abonnenten gibt, aber wenn, dann schaut da mal gerne vorbei und auch sonst, wenn ihr irgendwas über, wenn ihr mehr über Japan wissen wollt. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss erstmal mit meinem eigenen Bildschirm klarkommen, weil ich hier nichts sehe.